Hallo zusammen. Ihr habt angeklickt, weil ihr euch auch für Comics interessiert. Ich mag zum Beispiel Underground-Comics der späten 60er und frühen 70er Jahre. Hier haben wir Zap Comics, San Francisco, Comic Book. Fat Freddy von Gilbert Shelton und den Freakbusters hatte seine eigene Heftserie. Bizarre 6, Despair von Robert Crumb. Hier haben wir Motor City Comics von Robert Crumb, die Freak Brothers, Best Buy Comics, Homegrown Funnies, Rip-Off. Hier haben wir Wixxer, das erste Heft, das meinen Namen trägt, das nach mir benannt ist. Nein, ein deutsches U-Comic-Heft. Genauso wie hier Captain Berlin, der gegen die 50-Meter-Ilse trifft. Captain Berlin, eine Heftserie aus Weißblech-Comics. Na, das habe ich mal rausgelegt, weil es eins meiner absoluten Lieblingscovers ist. Lobo, der mit einer riesigen Wumme von hinten ein riesiges Loch in einen Pinguin schießt. Hier haben wir was ganz Schönes, eine der letzten Heftserien von Jack Kirby. Devil Dinosaur. Ich glaube, die allerletzte Heftserie, die er gezeichnet hat, der legendäre Jack Kirby, war Kamandi. Vorher kam er nach New Gods. Hier haben wir ein Original Tintin-Heft aus den 50er Jahren. Tintin, bei uns als Tim und Struppi bekannt. Hier haben wir Maiwei Comics. Ein deutsches Underground-Heft, das ich persönlich herausgebe. Und zu großen Teilen auch zeichne. So, jetzt schwenken wir mal kurz hier rüber. Na, da haben wir sie, da haben wir sie. Ich mochte immer die Fantastischen Vier, weil sie auch von Kirby gezeichnet waren. Die späteren Hefte nämlich alle, das hier noch nicht. Mit dem wunderbaren Galactus, dem Weltenverzehrer. Dem Weltenfresser. Da ist er. Da ist er nochmal. Diese Dynamik der Bilder, das ist so wunderbar. Ja. Schwenken wir hier mal rüber. Na, kennt ihr noch aus eurer Jugend? Gab ja nicht nur die Mickey Maus, es gab auch Felix. Hier sind mal ältere 345, die Serie ging ja bis 1127 oder 29, glaube ich. Da haben wir die 181. Und ich schwenke nochmal zurück. Da haben wir etwas ganz Besonderes. Und wenn man es aufklappt, dann steht da: Oh, du bist erstaunt, mein Freund, und wisse, du bist es zurecht. Denn natürlich gibt es dieses Felix-Heft, das du gerade in Händen hältst, nicht. Es existiert nur in deiner Fantasie. Und der Inhalt ist dann auch nicht Felix-Heft-like. Die Nopes im Konzert. Und hinten? Oh, Flip und Flap, besser bekannt als Clever und Smart. Da haben wir eine Asterix-Parodie. Mit Caesar. Und dort heißen die Städte zum Beispiel Robert Mitchum, Heidi Klum, richtig dumm, der Kommissar geht um. Jo, das war nur mal ein kurzes Filmchen. Meiner Frau brauche ich die nicht zeigen, die interessiert sich nicht für Comics. Wir aber mögen sie. Da, das hatte ich vergessen. Drogengeile Teenie-Schlampen, auch aus dem wunderbaren Weißblech Verlag. So, ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Seid nett zueinander. Tschüss.